Ich hätte hier jederzeit reingekonnt. Nee, doch nicht. Nee, 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 das ist erst beiseite gefahren, nachdem wir hier rein sind. Das muss, also, nö. Genauso wie die Tür hier. Die war auch geschlossen, das weiß ich. Okay. Hooray. Toll, wir haben ein Nebenbei-Rätsel gelöst. Das hilft mir nicht weiter. das heißt, wir stecken jetzt effektiv gesehen in diesem Dorf hier fest. Beziehungsweise in dem Dorf schrägstrich an dem Sonnentempel. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Den Sumpf haben wir gelöst. Haben wir den Sumpf gelöst gehabt? Nein, da hatten wir auch zum Negieren gehabt. Oh, Vollgas. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Bevor du da lang fährst, da oben wird doch angezeigt, dass da... Das mit den Dreiecken. Achso, nee, das haben wir ja gelöst. Wir machen jetzt einfach eine Rundreise zum Sumpf. So, fahr. Dann gucke ich mir jetzt das an unterwegs, wo wir sind und ob wir das erledigt haben oder nicht. Weil aktuell würde ich sagen, sind wir kurz vorm Finale, aber noch meilenweit von entfernt, aber irgendwie auch nah dran. Die Burg. Der Anfang, der Beginning. The Beginning. Den haben wir definitiv gelöst. Das weiß ich zu 100%. So. Dann kommen wir zu dem... Wie soll ich das nennen? Das... War ich hier schon los? Warte. Ich würde hier mal ganz gerne ranfahren. Ich glaube nämlich, dass wir hier noch nichts gelöst hatten, oder? Doch, das haben wir auch schon. Das war, um da auf oben auf der Spitze das freizuschalten. Alles klar, weiter geht's. Weiter geht's. Könnten wir mal so fahren, dass es etwas kürzer. Ich glaube, dass wir im Sumpf noch was zu erledigen haben. Ich glaube, dass wir im Sumpf noch was zu erledigen haben. So, das haben wir auf jeden Fall. Sieht man auch sehr schön von außen, wie es glitzert, wie es... Da sind welche aus. Da sind ganz viele aus. Halt, stopp, stehen bleiben. Können wir da anlegen? Dann müssen wir von hier aus. Aber da haben wir was nicht gelöst. Das ist nicht gut. Weil da was nicht gelöst haben, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Marsch zurück. Vielleicht kommen wir da dann nochmal auf die Idee, wie wir ein, zwei weitere Rätsel lösen können. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Uhr wir mittlerweile haben. Zwei, halb drei, irgendwie so in den Dreh rum. Ja, fast 2 Uhr. Fast 2 Uhr. Da unten haben wir noch das fast nicht gelöst. Vielleicht bringt uns das ja wieder einen Hinweis. Ja? Für was anderes. Und meine Zettel sind ja noch fast gar nicht gefüllt. Weiß auf jeden Fall, wofür ich die Zettel habe. Macht mir das Spiel immer wieder deutlich. So. Guck mal, eine kleine Sandburg. Habe ich auch vorher noch nicht gesehen gehabt. Ich sag ja, manchmal laufe ich hier einfach blind links an Sachen vorbei. Aber das ist auch dieser Drang, ich will das nächste Rätsel machen. Ich will das nächste Rätsel machen. Anstatt so, ja, wir können es auch mal geschmeidig angehen lassen. Nein, nächstes Rätsel. Gib mir mehr Rätsel. So, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Da unten ist was nämlich nicht aktiviert. Von wo aus kriegst du deinen Saft? Von da. Schön. Das kommt mir so leicht bekannt vor. Nicht so, dass wir hier das noch nicht kennen. Ach Gott. Jetzt ernsthaft. Da muss es doch irgendeinen Anfang für geben, was dir das verrät. Was dir dann Hinweis gibt. Weil das, man kann doch nicht sowas hier einfach hinstellen und verlangen, ja, mach mal.
Versuch mal, gibt ja nur 75 Millionen Möglichkeiten, wie es gelöst werden könnte. Ne? So und so und so zum Beispiel. Oder so und so. Und dann geht man hier in die Mitte und dann geht man nochmal außen rum, dann geht man in die Mitte. Oder die müssen aneinander vorbei, sich überlappen und verkreuzen. Und das ist doch Bullshit. Oder ich habe hier eine Lösung gekriegt, aber ich weiß es nicht mehr. Ist auch eine Möglichkeit. Jetzt lasse ich nicht, ne? Das gebe ich auch gerne zu. Wenn das so ist, dann ist das so. Aber das hilft mir dann auch nicht weiter. Vorne war der Stein falsch? Welcher Stein? Wo vorne? Ist ja die, da musst du mir schon mal vielleicht etwas mehr Hinweise geben. Der Stein falsch? Welcher Stein? Ich meine, hier gibt's fast keine Steine. Welchen Stein könntest du also jetzt meinen? Die Steine im Hintergrund. Hä? Welcher ist denn da falsch? Was meinst du? Ganz nah ran? Oh, das ist wirklich ein echt tammieser Hinweis. Boah, ist das ein mieser Hinweis. Danke, geil. Alter, du hast Ideen. Wir müssen an den Steinen vorbei. Ach so, ja, klar. Wir müssen an den Steinen vorbei. Anscheinend. Wie soll denn darauf kommen? Na, ich hätte eigentlich auch drauf kommen können. Hätte ich mal die Umgebung etwas genauer mir angeschaut. Aha. Die sind doch da an dem Stein vorbei. Hier gibt's doch nur einen Stein. Hier ist doch nur der eine Stein. Oder muss ich jetzt... Versucht man nur in der zweiten Reihe einen hochzugehen. Das habe ich eben gerade schon gemacht gehabt. Nee, das ist ja für das nächste Rätsel. Oder? Nee, das ist hierfür. Muss ich mich hier vielleicht anders positionieren, aber wenn ich... das wäre ja auch gemein. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Positionier dich mal bitte anders. Der eine Stein, der hilft dir nicht weiter. Nimm mal noch mehr Steine. So. Oh, so. Hey, das sind Rätsel, ne? Das sind Rätsel. Achso, jetzt müssen wir die da nehmen. Das ist nur die Frage, sind es nur die beiden da? Ne, warte mal, wie müsste ich mich denn hier... Achso. Na ja, klar. Na klar. Können wir ja außen rum gehen, aber nee, ist nicht. Das ist doch einfach nur mies, ey. Ja, welche sind es jetzt? Die im Hintergrund oder die im Vordergrund? Das ist die Frage. Würde man fast sagen, die im Hintergrund, wa? Oder muss der da rechts noch mit einbezogen werden?
finde das unglaublich. Ich finde das echt unglaublich. Da haben wir einen, das heißt da. Vielleicht so? Ich schneide das gerade. Ich weiß, dass die hier, die brauchen wir hier. Aber es muss doch jetzt nicht meine Aufgabe sein, hier einen Screenshot vorzumachen und das da drauf zu legen. Kann es doch auch nicht sein. Oder sind es doch die Weißen da hinten? Was, da im Hintergrund waren drei Steine? Ach, den auch noch vielleicht. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber auch dann könnten wir ja so in etwa dran vorbei. Nein, so außenrum. 0, 1, 2, oder wie meinst du das? Von der Höhe her, also so eine Treppe bilden, meinst du? Nee, nee, ist irgendwo. Irgendwo hakt er noch dran. Irgendwo berühren wir noch einen Stein. Aber welchen ist die Frage? Weil das hier ja wieder so nett gewartet ist. Vielleicht einfach von hier aus. Der Fall ist, ne? Aber da kann ich ja auch so. Kann ich so ja auch gehen. Welcher Stein ist denn jetzt hier schon wieder? Ah, ist das toll. Die waren doch hier für das hier gewesen. Nee. Waren die für was anderes? Warte mal. Die waren für das hier gewesen, genau. Die haben ja da so ungefähr irgendwie so halbwegs von ganz nah ran und weit weg und so reingepasst. Passt auch nicht. Das habe ich nicht hier gemacht. Hat aber irgendwie gepasst. Waren vier Steine. Wie viele Steine haben wir hier? Auch vier. Es sind immer vier Steine, die wir anscheinend brauchen. So, von hier aus habe ich nur zwei. So habe ich drei, das wären vier. Das heißt, wenn wir das wirklich so nehmen wollen würden. Nee. Dann vielleicht. Oh. Ah! So. Ich bin gerade verwirrt. Und das ist das Letzte. Natürlich ist es wieder das Letzte. Du bist das Letzte. Rätsel, du bist das Letzte. Ja, welche Steine sind es jetzt? Welche Steine sind es jetzt, die wir nehmen sollen? Das ist die Frage. Es könnten die sein, die drei hier im Vordergrund, die drei im Hintergrund. Es könnte auch gar keiner von denen sein. Könnte auch sein, dass du einfach nur gerade durchziehen sollst. 0, 0, 1, 2. Das ergibt einfach keinen Sinn. Dieses Rätsel ergibt einfach keinen Sinn. Also für mich eben gerade. Ich sehe da eben gerade nirgendwo den Stein, die Steinformation, die wir hierfür brauchen. Weil hier hatten wir die gehabt. Hier hatten wir die gehabt. Vielleicht muss ich jetzt die übrigen Steine, die nicht verwendet worden sind, nehmen oder sowas. Ne, hier hatten wir ja die gehabt. Und hier hatten wir die gehabt. Oh, welche Steine sind jetzt nicht verwendet worden? Die da. Ihr Schweine. Warum wurdet ihr nicht verwendet? Und der da wurde auch nicht verwendet.
Keinen haben wir schon versucht, einfach durchzuziehen. Komplett außenrum geht auch nicht. Auf der Linie außenrum auch nicht. Auch nicht. Sozusagen gegeneinander gedreht. Also ich habe ja hier die Möglichkeit, auch ein bisschen weiter wegzugehen und er stellt sich ja dann wieder an das Rätsel ran. Aber das ist auch nicht das Rätsel, ist Lösung. Ich hätte ja gesagt, das sind die da. Kannst du jetzt mal bitte weiter wegstehen bleiben? Weil dann wäre das auch halt eben so... auf so... Vielleicht ist es auch wirklich nur dieser einsame Stein da hinten oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt hier alle möglichen Sachen ausprobieren und durch Zufall drauf stoßen, aber das bringt mich auch nicht weiter, weil ich würde es schon ganz gerne verstehen. Ich weiß ja, was ich eigentlich zu tun habe, aber anscheinend fehlt mir ein Stein. Der ist im Meer versunken. Wenn wir uns so hinstellen, wäre es zweimal ganz außen und einmal etwas mittiger. Können wir ja auch mal versuchen. Zweimal ganz außen und etwas mittiger. Nö. Hat man, glaube ich, auch schon versucht gehabt. Kann das sein, dass er auch gerade nur ratet? Ich will ja nicht raten. Ich will ja eigentlich wissen. Wissen ist ja Macht. Nehmen wir doch einfach die Palmen da. Ich will mir lernen von der Palme. Alter Vater. Das ist nicht wahr. Überall nimmst du Steine und dann mit einmal nimmst du Palmen. Gut. Haben wir das hier hinten auch geregelt. So, jetzt wollte ich aber eigentlich beim Sumpf nochmal kurz nachgucken, weil beim Sumpf gab es noch was, was wir noch nicht hatten, das weiß ich. Das weiß ich zu 100%, dass wir beim Sumpf irgendwas nicht machen konnten, weil wir da noch nicht wussten, wie es funktioniert hat. Das haben wir jetzt aber gelernt. Haben wir doch, oder? Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der schnellste Weg? Zum Sumpf. Zum Sumpf. Eigentlich mit dem Boot, würde ich ja sagen, aber wir sind jetzt hier auch schon einen halben Weg gelaufen. Ich suche ihm gerade nur den Weg, wo wir da runter können. Da ist er. Weil wir uns ja hier schon die Abkürzung freigemacht haben. Dass wir hier über das Reservoir können. Was mit denen auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich muss man die auch noch zum Leuchten bringen oder so. Aber das ist so schön hier. Es ist einfach so toll. Manchmal. Manchmal ist das Spiel einfach nur so... Dein Arsch gehört mir. Ja, aber richtig, ey. So richtig hart ist das Spiel. In solchen Sachen manchmal. So, wir sind im Sumpf. Wie kamen wir jetzt da hoch? Da gab es doch hier irgendwo... Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht korrekt sind. Hier ist zwar der Sumpf, aber hier ist nicht das, was ich suche. Eigentlich müsste ich hingehen und jedes Mal, wenn wir Rätsel gelöst haben, Hey Hey Wiki abspielen. Ich hab's! So, hier war der Übergang, genau. Und hier... Achso, ja, da gab es ja nur geöffnet und geschlossen. Da! Da hatten wir die hier ja noch nicht verstanden gehabt. Da kannten wir die ja noch nicht. So, jetzt wissen wir ja, was die sind. 3 und 2. Ah.
Haben wir aber das Problem jetzt bei dem, dass wir den da nicht mit reinkriegen. Was wiederum bedeutet, dass wir hingehen müssen und das Ganze so einzeichnen. Zack! Wofür ist das eigentlich? Achso, damit wir rüberkommen. Haben wir hier schon desaktiviert, das goldene Ding? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Okay, den würde ich sagen, machen wir so. Und den machen wir so. Weiter! Den dürfen wir frei drehen. Und hier haben wir einen Vierer. Das ist ja eklig. Das heißt, der nimmt so oder so, ob wir wollen oder nicht, die gesamte Bandbreite ein. Weil den kannst du nur... Ja, da gibt es keine großartigen Positionierungsmöglichkeiten. Ja doch, gibt's schon. Gibt es schon. Aber ich muss ihn mit reinbringen. Dich darf ich ja frei drehen. Aber dich, die beiden muss ich ja als Pärchen zusammenlassen. Das ist ja der Scheiß dabei. Also nichts, was mir was bringt mit dem Drehen. Nichts, was mir gerade was bringt mit dem Drehen. Also man könnte es so machen. Dann hätte man... Die da, genau. Das wäre cool, aber dann müsstest du da mit rein und du müsstest Platz machen, also nein. Das bedeutet wiederum, dich brauchen wir da. Dann werdet ihr aber voneinander getrennt. Wir wollen euch aber zusammenlassen. Also müssen wir euch da irgendwie mit reinbringen. Das wiederum bedeutet, dass wir da, aber das geht nicht, weil wir dann... Da. Das heißt, wir müssen das so aufbauen. Alles klar, Lösung. Achso, du darfst ja nur... muss ja so sein. Muss ja unbedingt so sein. Verdammte Scheiße. So, mir das nochmal einzuzeichnen. Also, die Regeln besagen, die lilanen Sternchen bleiben zusammen, weil sie sind Sternchen, sie müssen Pärchen bilden. Und der Vierer muss gerade bleiben, weil er darf nicht bewegt werden, also er darf nur in dieser Richtung liegen. Den Eckigen, den darf ich bewegen, frei wie ich bin und frei wie ich möchte. Das heißt, man könnte jetzt hingehen und den so hinlegen... Und so die Lösung machen. So. Es ist so geil, wenn einem kurzfristig dann nochmal eine Idee kommt, wie man es machen könnte. Ja, das ist auch wieder toll. Wir müssen die Pärchen behalten, müssen aber das da in der Mitte irgendwie damit reinzeichnen. Ist klar. Ist klar. Ja, wenn wir es so machen, dann hätten wir zumindest die hier als Pärchen. Wir hätten das mit reingezeichnet, aber die beiden Äußeren würden sich beschweren. Ach, du würdest dich auch beschweren. Stimmt, weil du bist ja nur zwei hoch. Also so. Nee, so. So einer bist du ja nur. Okay.
Okay, das macht das Ganze wiederum interessanter. Wenn man dann so hingehen könnte. Der ist ja frei drehbar. Ist der frei drehbar? Oh, du bist 4. Also er muss eigentlich so positioniert werden. Beziehungsweise so positioniert werden. Was, dich habe ich nicht reingezeichnet? Natürlich. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Der wäre doch korrekt gezeichnet gewesen, oder nicht? Nee, so nicht. So ist er nicht korrekt. Ach so, weil er nicht da drinne war. Das bedeutet, dass er dann. Das war so. Ja, wir müssen ihn. Okay. So wäre er zum Beispiel korrekt gezeichnet. Die Länge von 4 ist das Problem. Für mich eben gerade. Bei? Nee, hätten wir auch wieder keine Pärchen. Dann hätten wir die Pärchen auch wieder nicht. Immer diese Pärchenbildungen. Also, so rum könnten wir es zum Beispiel nicht machen. Keine Pärchen. Eins nach oben versetzt. Ginge eh nicht. Ich denke mal, wir müssen es wirklich so machen. Ach nee, dann haben wir ja auch keine Pärchen. Also andersrum. Oder ein tiefer. Nee. Dann wärst du ja auch nicht lang genug. Nee, 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 nee. Bauen wir dich denn hier auf, dass du vernünftig da reinpasst? So würde mir eigentlich schon relativ gut gefallen. Weil dann wäre auch nur ein Pärchen drin, ne? Das Problem ist aber, dass ich die Außen nicht getrennt kriege voneinander. Ne? So. Dann beschweren die sich ja. Das ist eben gerade nur noch das große Problem, was ich irgendwie lösen muss. Oh, ich habe keine Peilung wie. Das wäre eigentlich gar kein schlechter Ansatz. Wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man die so rauszeichnet. Hätte man sogar noch ein Pärchen da drinne. Das wäre eigentlich super. Katze, kannst du dich mal still hinsetzen? Das wäre super. Haben wir das jetzt, Madame? Gut. Ich muss gerade denken. Das fordert mir alles eben gerade ab um die Uhrzeit. So wäre ja eigentlich auch nicht schlecht. Aber dann kriege ich die hier auch außen wieder nicht voneinander getrennt. Mal abgesehen davon, dass wir, glaube ich, geradeaus raus möchten.
Ja, ziemlich sehr geradeaus. Geht's da überhaupt dann noch weiter? Das ist wieder nur für so ein Bonus-Dingen. Krieg ich auch von hier ausgelöst. Zack, fertig. Nee. Hm. Ich weiß jetzt eben gerade nicht, Leute. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Wir haben jetzt 2:30. Wir haben wieder 4,5 Stunden gespielt. Sei mir nicht böse, aber irgendwann muss man auch mal wieder den grauen Zellen ein bisschen Pause gönnen. Wir machen einfach beim nächsten Mal dann weiter. Mit den grauen Zellen auch. Vielleicht dann wieder da. Man weiß es noch nicht. Aber ich hoffe es. Und ich danke euch allen fürs Zusehen und wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht. Beziehungsweise für die Leute auf YouTube, wann ihr es seht, noch einen schönen Tag. Ich bin euer Held 986. Bis dann. Tschüss.